Ja, hallo miteinander. Ich möchte euch noch ein weiteres Thema, das wir an HeyGIT, an Geografischen Institut der Universität Heidelberg haben, vorstellen. Und zwar untersuchen wir auch, wie man ja gewissermaßen künstliche Intelligenz verwenden kann, um ganz generell geografische Informationen zu erzeugen oder anzureichern. Ja, ganz grob gesagt geht es darum, mit Machine Learning Algorithmen automatisierte Klassifikation von Luftbildern zu machen. Zum Beispiel könnte man sich anhand der Gebäudedichte in einem Gebiet auf die Bevölkerungsdichte schließen oder damit auch humanitäre Einsätze unterstützen. Zum Beispiel bei Katastrophen, wo sollen Rettungskräfte hin, wo es Bedarf, wo gibt es eventuell Betroffene. Wie immer benötigt man bei Machine Learning Trainingsdaten als Input. Dazu verwenden wir im Prinzip zwei Datenquellen, zum einen die bestehenden OpenStreetMap-Daten, aber auch Daten aus dem MapSwipe-Projekt. MapSwipe, das ist eine App, wo man einigermaßen im gamifizierten Umfeld genau dasselbe macht, dass man praktisch Luftbilder angezeigt bekommt und ja, durch einfaches Klicken sagen kann, in diesem Gebiet gibt es Gebäude oder gibt es eben keine Gebäude. Genau, also die Probleme, die man oder die Schwierigkeiten, die halt auftreten, wenn man so einen Machine Learning Algorithmus trainiert für Luftbildklassifikation, ist, dass ja, also die künstliche Intelligenz kann immer nur so gut sein, wie die Daten, die man reinschippt, sind. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Gebäudeumrisse in OSM ungenau gemappt sind oder zum Beispiel aufgrund eines Versatzes zwischen Luftbild und den Daten, dann schlägt sich das negativ auf die Datenqualität der Auswertung dann auch um. Oder auch, was man noch viel häufiger hat, ist, dass in OSM nicht alle Gebäude gemappt sind, nicht vollständig gemappt sind. Vor allem im ländlichen Bereich. Beziehungsweise kommt es auch oft häufig vor, dass nur bestimmte Typen von Gebäuden gemappt sind, zum Beispiel die wichtigeren Krankenhäuser, Schulen und so weiter. Und wenn man solche Daten dann als Input für ein Machine Learning-Algorithmus verwendet, dann wird der wahrscheinlich dann auch nur solche Arten von Gebäuden erkennen können. Dieses Problem hat man bei MapSwipe weniger, da prinzipbedingt dort über das ganze Gebiet eine einigermaßen gleichmäßige Erfassung stattfindet. Allerdings sind diese Daten dann nicht ganz so detailliert wie die OSM-Daten selbst, da man nur pro Kachel einen Boolschen Wert praktisch hat, sind dort Gebäude vorhanden oder nicht. Und man hat jetzt nicht wirklich Daten über die eigentlichen Umrisse selbst der Gebäude. Ja, was wollen wir denn überhaupt damit erreichen oder was wollen wir damit verwenden? Mit unseren Ergebnissen, die wir daraus erhalten. Also wir wollen jetzt nicht hergehen und die Ergebnisse, die wir vom Machine Learning Algorithmus erhalten, das zum Beispiel als Import in OSM wieder zurückschieben, sondern eher diese Daten zur Verfügung stellen, um jetzt Mapping-Koordination zu betreiben. Das heißt, man hat irgendwie so einen Zyklus, dass die Mapper sich darum kümmern, dass ein Gebiet gemappt wird. Damit mit den Daten, die sie erstellen, unter anderem in OSM und so wie auch MapSwipe, kann das Modell dann wieder verbessert werden und anhand des besseren Modells können dann wieder bessere Vorhersagen getroffen werden.
Ja, ein paar erste Resultate unseres Modells sind hier aufgezeigt. Ja, also über ein bestimmtes Gebiet haben wir hier verglichen oder ist hier dargestellt, wie gut das Modell jetzt wirklich die Situation trifft. Also auf der linken Seite sieht man den sogenannten F1-Score, der ist ein Mittelwert zwischen den statistischen Fehlern erster und zweiter Art. Das heißt, man kann ja ein Modell haben, das jetzt ein Gebäude nicht erkennt, oder auf der anderen Seite kann das Modell ein Gebäude zu viel erkannt haben. Und ja, verglichen hier sind hier zwei verschiedene Varianten unseres DBGI-Algorithmus mit den Daten von MapSwipe selbst. Wie man sieht, sind auch die menschlichen künstlichen Intelligenzen unter Anführungszeichen nicht ganz perfekt. Ja, das war's schon. Ja, danke schön, Martin. Und es geht dann gleich weiter mit dem Vortrag von Hans-Jörg Stark. Ja, ich möchte was erzählen zu, und jetzt komme ich schon in die erste Verlegenheit, weil ich nämlich gar nicht weiß, wie man das ausspricht. Ich sage dem jetzt mal, ich nehme mal an, weil ja ohnehin das meiste immer Englisch ausgesprochen wird, dass es irgendwie JG2ASCII ist. Und zwar handelt es sich eigentlich um eine Art Paket, mit dem man Vektordaten quasi mit Emoticons darstellen kann. Also mit so Emojis und ja, manchmal gibt es ja Arbeiten, die machen eigentlich wahnsinnig viel Spaß, aber die müssen gemacht werden, und dann gibt es manchmal Arbeiten, die müssen eigentlich nicht gemacht werden, aber die machen Spaß, und das ist eher so was in die zweite Kategorie. Also so kann man beispielsweise da eine Karte erstellen. Wie kommt es dazu? Ich habe jetzt mit Python da gearbeitet, also es ist ein Python-Binding. Ich brauche räumliche Daten, die sollten entweder in Esri Shape oder in einem GeoJSON vorliegen. Und wichtig ist, je nachdem, wie ich die Objekte darstellen möchte, müssen die quasi nach einzelnen Dateien strukturiert so vorliegen. Also angenommen, ich hätte alle Bundesländer von Deutschland, dann müsste ich quasi, und ich möchte jedes Bundesland mit einem eigenen Emoji darstellen, dann sollte jedes Bundesland in einer eigenen GeoJSON oder Shape-Datei vorliegen. Hier ein Beispiel von dort, wo ich herkomme, Kanton Basel-Stadt, wir haben doch immerhin drei Gemeinden, und die kann ich jetzt so beispielsweise dann einfärben. Ihr seht, das geht ziemlich einfach, es ist eine Kommandozeile. Ihr seht da oben GJ2ASCII, dann das Input-File, und dann gibt man noch an die Breite der Darstellung, also quasi wie viele Emojis pro Zeile sollen da dargestellt werden. Das wäre jetzt beispielsweise der ganze Gesundheit, der ganze Kanton mit einer Breite von 60 Zeichen. Hier die drei Gemeinden, die ich vorhin gezeigt habe, und ihr seht unten den Aufruf, also wirklich sehr, sehr simpel, also das Zeichen, mit dem die Fläche dargestellt werden soll, befindet sich in Anführungszeichen, und unmittelbar davor der Name der Datei, jetzt in dem Fall Shape und nicht ein GeoJSON. Man kann das auch flächenfüllend mit Farben machen. Oder aber es gibt noch es gibt so ein paar wenige Properties. Eines beispielsweise ist das Iterate, und dann werden auf der Konsole die einzelnen Objekte quasi nacheinander dann sequenziell dargestellt, wie beispielsweise hier. Hier ist noch der Name, das kommt dann aus den Daten, also ist ein Attribut dargestellt. Da kann man aber auch alle Attribute, die eigentlich in dieser Datei vorhanden sind, mit ausgeben. Hier auch beispielsweise so ein Beispiel, wo man dann mit Enter durchklickt. Unten seht ihr den Aufruf. Also hier haben wir zwei Attribute, die dargestellt werden. Ja,
Also ein einfacher Render kann man direkt, aber auch nicht, also eben nicht nur in der Konsole, sondern direkt in Python auch ansprechen. Ich gehe jetzt hier nicht in dem Sinn auf den Quellcode direkt ein. Diejenigen, die mit Python vertraut sind, die sehen, dass das wirklich sehr, sehr einfach ist. Entsprechend auch hier kann ich mit einem Loop beispielsweise, das ist jetzt eine GeoJSON-Datei, kann ich entsprechend die Darstellung dann aufrufen. Oder ein anderes Beispiel mehr mit Farben, dann kann ich auch noch Bereiche eingrenzen und so weiter. Also da kann man wirklich so ein bisschen richtig schön rumspielen. Und hier ein weiteres Beispiel, wo ich dann sehr viele Attribute ausgebe, wie ihr seht. Oder hier, das habe ich dann gemacht, ich habe die Weltkarte dann mit den verschiedenen Emojis dargestellt. Ich habe mir hier ein kleines Programm geschrieben, das quasi die Länder der Welt nimmt, alle in einzelne Dateien, also zuerst mal separiert und dann durch dieses Verzeichnis durchgeht und zufällig ein Emoji wählt. Also ich habe jetzt am Schluss eine Python-Datei, die kann ich x-mal aufrufen und dann kommt immer wieder eine andere Karte raus. Man kann das aber natürlich auch steuern, beispielsweise wenn man mit irgendeinem Gebiet oder so vielleicht eine etwas ambivalente Beziehung dazu hat, dann wählt man ein entsprechendes Emoji, oder wenn man irgendwo in den Ferien war, dann wählt man das andere Emoji und so weiter und stellt das dann so dar. Ja, also hier habe ich das noch mit dem Kanton Solothurn gemacht, mit den einzelnen Gemeinden. Auch jetzt zufällig werden dann die Karten erstellt. Ihr seht auf der linken Seite die Emojis, auf der rechten dann mit Buchstaben. Und ja, wie gesagt, es ist so ein bisschen was Lustiges. Wie sinnvoll es tatsächlich ist, weiß ich nicht, aber ja, manchmal macht man ja auch Dinge, von denen man den Eindruck hat, sie machen einfach Spaß. Und gerade mal für eine Präsentation oder sonst was finde ich es doch eigentlich ganz witzig, und der Aufwand ist wirklich sehr gering, um sowas zu machen. Ich glaube, das war's schon. Ja, vielleicht noch zum Schluss. Also es ist wirklich einfach zu anzuwenden. Man kann es in der Konsole einfach schon mal anwenden oder dann auch mit Python, wenn man es ein bisschen ausführlicher machen will oder ein bisschen mehr so eigene Dinge einbauen will. Und einfach wichtig, die Geodaten müssen vorgängig entsprechend aufbereitet sein, aber beispielsweise in Cookies gibt es so einen Zusatz, das einem erlaubt, beispielsweise aus einer einzelnen Datei oder aus einem einzelnen Layer mit mehreren Flächen, die in einzelne Dateien dann rauszuschreiben, dann ist man eigentlich schon so weit. Schönen Dank. Ja, vielen Dank, Hans-Jörg. Beim nächsten Redner ist es einer, der in den Anfängen von OpenStreetMap recht bekannt war dafür, dass er die statistischen Auswertungen über OpenStreetMap gefahren hat. Dann war er in der Versenkung verschwunden und heute, wie so ein Phönix aus der Asche, kommt er überraschend auf mich zu. Ich habe auch noch einen Lightning Talk. Also viel Spaß jetzt mit dem Vortrag von Pascal Neiss. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu holprig wird, weil es sehr spontan gemacht ist. Aber das ist schon mal gut. Das ist auch gut. Nach war sehr unterhaltsam eben. Kommt jetzt was zumindest für die Studenten sehr ernsten. Ich habe das Vergnügen gehabt, das letzte Semester ein Modul an der Hochschule in Mainz mitzubetreuen und da so ein bisschen beratend tätig zu sein, weil die ein Projekte oder zwei Projekte mit OpenStreetMap gemacht haben. Deswegen sieht man jetzt da unten auch, das sind drei Zeilen von Autoren, wobei die ersten beiden Zeilen die ganzen Studenten sind. Alphabetisch und nach Männlein und Weiblein sortiert, und in der untersten Zeile ist der Professor Dr. Klaus Böhm und meine Wenigkeit. Und auf den nächsten Folien werde ich so kurz mal zeigen, was wir hier gemacht haben und was dabei rausgekommen ist. Also das war ein Modul Software Engineering an der Hochschule in Mainz. Der Bearbeitungszeitraum war das letzte Wintersemester und das waren zwei Projekte, und jedes Projekt hatte 500 Stunden Gesamtbudget zur Verfügung. Wenn man das runterbricht auf Personentage, dann sind das irgendwie so 10, ist egal, für die Studenten war es genug.
kurz für mal als Übersicht, Software Engineering, vielleicht für die, die noch gar nichts davon gehört haben, Software Engineering sind verschiedene Phasen, bedeutet angefangen, die Studenten müssen sich darüber Gedanken machen, wie sie überhaupt vorgehen, was die Planung betrifft, was die Analyse angeht. Also nicht nur rein programmieren und dass nachher irgendwie was rauskommt, was funktioniert und dem entspricht, was der Professor sich vorgestellt hat, sondern auch wirklich mit UML-Diagramme zeichnen. Wie gesagt, meine Tätigkeit war so in Anführungszeichen der Kunde, dass sie dann mit mir kommunizieren und in Erfahrung bringen, was ich überhaupt vorstelle. Und dann wiederum absprechen und insbesondere auch, dass die mal die Seite nicht nur programmieren, sondern auch was Qualitätsmanagement von Software angeht, auch mal kennenlernen. Wie gesagt, es gab zwei Projekte. Beide hatten etwas unterschiedliche Ziele, wobei die Architektur, die bei den Projekten jeweils entstanden sind, durchaus vergleichbar sind. Wer vielleicht Vorträge von mir aus den letzten Jahren mal gehört hat oder Folien gesehen hat oder was auch immer, wird vielleicht sagen, Mensch, das hat er da schon mal gemacht oder sowas hat er schon mal gezeigt. Also die Idee war für die beiden Projekte, dass die jeweils Webclients entwickeln, die auf mobilen Devices oder auch einfach im Webbrowser funktionieren, dahinter Microservices benutzt werden und verschiedene OpenStreetMap-Dienste aufrufen und das Ergebnis dann quasi wunderschön präsentieren. Also einmal das Thema Erreichbarkeitspolygone für Ersthelfer, für Feuerwehren, Polizei oder was auch immer. Und das andere war die Idee gewesen, ich bin irgendwie in der Stadt und möchte sehen, welche Pubs, EC-Automaten oder was auch immer auf meiner Route sich befinden. Um das Ganze nochmal ein bisschen besser zu zeigen, habe ich mal aus den Abschlusspräsentationen von den Studenten eine Architektur hier auf eine Folie gepackt. Also alles, was man auf der linken Seite sieht, haben die Studenten zu implementieren und auf der rechten Seite wurde die vorhandene OSM-Infrastruktur benutzt. Das heißt, die Adresssuche wurde von OpenStreetMap benutzt, die Overpass-API vom Roland wurde benutzt und die Erreichbarkeitsanalyse, wie wir heute Morgen von Frederik gehört haben, die nicht Open Source ist, von Graphhopper wurde benutzt. Und die Studenten haben dann Microservices implementiert und einen mobilen Client, die das benutzen. Jetzt wird vielleicht der ein oder andere erfahrene Entwickler sagen, och, der Microservice, das ist aber eigentlich nichts anderes als ein Proxy. Ist richtig. Der Vorteil bei diesen Microservices aber ist, jetzt hat man heute Morgen gehört, okay, der Graphhopper Isochron API, die ist nicht Open Source, okay, packen wir halt irgendeine andere dahinter, zum Beispiel, was war das, die andere Open Source, Valhalla oder was auch immer. Also man kann quasi im Microservices Dienste austauschen, man kann ein Performance Balancing machen, also man kann die beliebige Sachen im Microservice austauschen und der Kunde bekommt quasi in seinem Client davon gar nichts mit, weil der Client immer nur den Microservice aufruft oder eine beliebige Adresse und die Kommunikation mit dem Microservice immer dieselbe ist, unabhängig davon, welcher Dienst im Hintergrund benutzt wird. Das war die Idee dazu. Genau, zu den Ergebnissen. Das ist jetzt der mobile Client, der bei der einen Gruppe herausgekommen ist. Wie man wunderbar sieht, es ist sehr einfach gehalten, dass die Hürde für den Benutzer möglichst gering ist. Er muss nichts anderes machen, als einfach einen Punkt auswählen oder beziehungsweise er muss sogar nur eine Adresse eingeben. Ich habe es mal hier beispielhaft für Passau gemacht. Adresse eingeben oder er kann einfach einen Kartenausschnitt wählen. Er bekommt dann per Knopfdruck von der Overpass-API alle Feuerwehren, die in dem Ausschnitt sind und dann muss er nur noch die Zeit auswählen und dann einen weiteren Knopfdruck. Er bekommt dann nicht nur wie hier zu sehen jetzt ein Polygon, er würde auch mehrere Polygone von mehreren Feuerwehr- oder Krankenhäusern oder was auch immer angezeigt bekommen. Das war das eine Ergebnis. Das andere Ergebnis habe ich auch nochmal für Passau beispielhaft aufgerufen. Also wenn jemand heute Abend jetzt wissen möchte, wie er von hier zu seinem Hotel noch möglichst viele Bars mitnehmen kann oder was auch immer, wäre das Beispiel jetzt hier in der Karte zu sehen. Einfach ist schlicht gehalten, aber es funktioniert und das war ausreichend. Das Besondere bei den Projekten ist, dass von vornherein die Anforderung war, dass komplett alles Open Source gestellt wird. Das heißt, wenn jemand von euch daran Interesse hat, unter den beiden Adressen können die Projekte geforkt werden, heruntergeladen werden, was auch immer. Vielen Dank. Vielen Dank, Pascal, für den Spontanvortrag.
Achso, nochmal vielen Dank an die Studenten, die haben das wirklich, wirklich gut gemacht, das muss man auch mal sagen. Okay, und weiter geht's. Also auf den nächsten Vortrag bin ich wirklich richtig gespannt, denn wir kennen ja mehrere Methoden, mit denen wir bei OpenStreetMap im Moment erfassen. Wir haben die Luftbilder, wir haben die GPX-Tracks, wir haben die In-Augenscheinnahme vor Ort. Der Daniel kommt dann noch und bringt. Google, als wie auch die Landesvermessungsämter, benutzen jetzt eine neue Methode und beim nächsten Vortrag meines Wissens nach wird jetzt präsentiert, wie wir diese Methode nachvollziehen können als Mapper bei OpenStreetMap. Und ich bin gespannt. Ja. Hallo zusammen nochmal. Präsentation habe ich jetzt keine mit für den Lightning Talk. Ich hoffe, das, worüber ich sprechen will, wird sich während des Vortrags hier noch materialisieren und sich darstellen. Mal schauen. Worum es geht, ist ein Laserentfernungsmesser, der über Kickstarter gelaufen ist und sich Sweep nennt. Die Besonderheit daran ist, also Laserentfernungsmesser gibt es im Baumarkt schon seit längerem, drückt man einen Knopf, kriegt eine Entfernung geliefert und neu ist aber halt eben, dass man 500 Messungen pro Sekunde machen kann und das hat Leute auf die Idee gebracht, über Kickstarter halt eben, dass man diesen Sensor dann auf eine rotierende Plattform positionieren kann und somit vielleicht eine interessante Anwendung für Mapper hätte, also ein interessantes Messgerät. Jetzt wäre das Ganze auch schon eigentlich ausgeliefert worden, es war so in meinem Weihnachtsbudget drinne, aber weil das Ganze rotierend ist, muss das Ganze über einen Schleifkontakt laufen und da gab es wohl Probleme in der Herstellung, die sind im Test aufgefallen und jetzt wird da nochmal ein bisschen modifiziert und dann gibt es hoffentlich demnächst da ein passendes Gerät. Die Parameter sind entsprechend, man kann so auf 40 Meter Entfernung messen, die Genauigkeit dann ungefähr 2,5 Zentimeter, also es wird die Laufzeit des Lichtes gemessen und die Drehzahl kann man quasi einstellen zwischen 2 Hertz und 5 und 10 Umdrehungen pro Sekunde, so dass man dann bei 2 Umdrehungen pro Sekunde hätte man 250 Messung pro Umdrehung, das heißt, man fast jedes Grad wäre abgedeckt. Der nächste Schritt ist natürlich dann, wie könnte man das bei OpenStreetMap einsetzen? Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man so ein Gerät auch positionieren kann. Es kommt da hinten übrigens gerade angeflogen, also ich habe noch Hoffnung, dass man das zu sehen bekommt. Die erste mögliche Positionierweise des Gerätes wäre entsprechend, dass man eine horizontale Ebene abscannt, möglicherweise über seinem Kopf, damit man es nicht selber verdeckt. Und dann hätte man so eine Ebene, die man abscannt und zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, man ist in einer Straße und das wäre jetzt eine Gebäudeecke, die man hier erkennt, dann würde man die natürlich jede Sekunde, jede Umdrehung wieder neu identifizieren und anpeilen und auch die Orientierung haben. Also auch seine eigene Position würde man damit bestimmen können oder die Veränderung der Position, also die lokale Positionsänderung könnte man feststellen. Und man würde damit zum ersten Mal nicht mehr nur seine eigene Position mappen oder erfassen, sondern das, was man eigentlich wirklich sehen will, wo sind Gebäudekanten zum Beispiel. Das wäre die eine Variante, horizontal das einzusetzen. Man kann sich aber auch eine vertikale Scan-Ebene vorstellen und da hätte man dann entsprechend die Gebäudehöhen, würde man vermessen und das sogar unabhängig davon, wie genau seine eigene Positionsbestimmung über das GPS zum Beispiel läuft. Neben den Gebäudehöhen hätte man dann auch sowas, wenn es möglich wäre, sowas wie Bürgersteigkanten, Bürgersteigbreiten. Das könnte ganz interessant werden. Und nächste Punkt ist halt eben noch, wie optimiert man dann das, dass man in diesen Messgenauigkeitsbereich von 2,5 Zentimetern kommt. Dafür muss auch entsprechend seine eigene Orientierung und Positionsmessung genau genug sein. Und dabei kann es helfen, dass man das Messsystem entsprechend auf zum Beispiel einem Fahrrad, einem Lastenfahrrad mit 3 Rädern irgendwie
positioniert und das dann über Radsensoren die Bewegungsänderung feststellt, über Magnetfeldsensoren, Orientierung, Beschleunigungssensoren. Da kann man sicherlich eine ganze Menge machen, das auszubauen. Und wenn man dann das Ganze gemessen hat, dann wäre natürlich der nächste Punkt, wie nutzt man das, um damit Daten für OpenStreetMap zu erzeugen? Also wir müssen uns auch überlegen, eine Art der Visualisierung. Und man wird jetzt nicht unbedingt den 3D-Editor vielleicht gleich bauen, aber könnte sich halt eben vorstellen, dass die Messpunkte entsprechend farblich kodiert halt eben auf einer Karte dargestellt werden und dass man dann vielleicht an einer bestimmten Stelle nochmal dass man eine bestimmte Schnitt bekommt, damit man dort zum Beispiel Gebäudehöhen rausmessen kann, die man dann wieder an die Buildings anträgt. Ja, das wäre eigentlich soweit das, was ich sagen wollte, könnte. Und der Daniel hat netterweise auch das Gerät mitgebracht und ja, das würden wir uns vielleicht nochmal anschauen und vielleicht kriegen wir sogar ein Ergebnis raus, wenn das rotiert. Ansonsten würde ich es mal kurz hier auf den Tisch stellen, damit ihr es wenigstens mal gesehen habt. Das rotiert sich normalerweise, ist so eine Art Puck. Wenn man es sich hier von vorne anschaut, hat man einen Sender und einen Empfänger drinne. Oh ja. Und Daniel noch ein bisschen baut. Gib dir das Mikrofon. Okay, hi. Genau, also ich habe angefangen, die History war so, ich habe mir so ein Ding bestellt, das war ein Kickstarter-Projekt und es gab noch keine Software dazu, aber es gab schon eine Specification, wie die Kommunikation aussieht zu dem Ding. Also habe ich angefangen, mir so eine Demo-Software zu bauen dafür, also so ein Dummy-Device manchmal geschrieben. Und die Leute haben davon eben mitbekommen, haben mir dann angefangen, so Devices zu schicken. Und jetzt konnte ich auch mal richtig sehen, wie das dann aussieht, mit so einem echten Device. Die Software dazu ist Open Source, gibt's auf GitHub. Lustigerweise haben die Leute das jetzt als offizielles SDK hier irgendwie auf GitHub verwendet. Ich habe dann C-Bindings, C++-Bindings dafür geschrieben, Python-Bindings, Node.js-Bindings, aus Spaß. Und das ist mal ein Beispiel, wie so ein Scan eben aussieht von dem Zimmer. Und was man damit eben noch machen kann, ist dann so Späße, wie man macht irgendwie so ein Density-Based Clustering zum Beispiel und erkennt dann die beiden Monitore und kann unterscheiden von den Wänden zum Beispiel. Das Ganze funktioniert und ist im Moment aber wirklich nur ein SDK und den Rest muss man selbst machen. Also ich habe so ein paar Demo-Anwendungen von wegen irgendwie übers Netzwerk streamen, so ein Demo-Viewer und sowas, aber der Rest ist wirklich alles noch zum Selbstmachen. Vielleicht einmal ausprobieren. So, jetzt dreht er sich. Und wo bin ich denn? Example Viewer. Genau, das Ganze geht dann über eine serielle Schnittstelle, über USB und sieht dann so aus. Das ist gecapped, also der Viewport hier ist gecapped, ich glaube auf 5 Meter war das. Ich kann ein bisschen drehen. Ups. Warte, einen Moment. Man sollte am besten nicht anhalten, wenn er dreht. Ist ein bisschen blöd. So, noch ein Versuch. Einmal mit dir. Na? Okay, ist wahrscheinlich der Wurfeffekt. Zero-Port failed. Okay, nochmal probieren. Also wie gesagt, anhalten, wenn er sich dreht, ist keine gute Idee. Warte. Wo ist der TTY-USB? Das ist 0? Ich glaube schon, ne? Der TTY-USB. Okay, jetzt geht's. Genau. Und jetzt kann man den irgendwie schön drehen.
theoretisch soll das Ding bis auf 40 Meter weit gehen, aber ich habe es nie getestet und ich glaube nicht, dass es auf 40 Meter geht. Ich habe es auch nie getestet, wie das aussieht mit Oberflächen, also sowas wie Spiegel, Gläser, irgendwelche Scheiben zum Beispiel hier, sieht man ja. Genau, also das sind so Sachen, die müsste man einmal testen an dem Wochenende. Ein bisschen rumspielen damit, ja. Also man kann auch sagen, neben der Entfernung kriegt man halt eben auch das Reflexionsverhalten zurück, wie viel Licht kommt da zurück. Und wirklich eine Anwendung, die man sehen kann, ist halt eben Indoor-Mapping, wo andere Möglichkeiten einem fehlen einfach. Genau. Und was man noch machen kann, so ein bisschen die Sample Rate erhöhen und irgendwie Motor Speed erhöhen. Ich habe da so ein bisschen was geschrieben, ob ich das lesen könnte, Motor Speed. So mal auf 10 Hertz setzen. 10 Hertz, ein bisschen schneller. Und Viewer. Also ist natürlich ungenauer, aber dementsprechend auch so ein bisschen responsive. Genau. Gut. Das hat mal, ich glaube, $200 gekostet. Gerade ist es auf 250 oder sowas. Mhm. Also ich habe ein paar dabei und meine Idee war für den OSM Samstag, dass wir uns einfach zusammensetzen. Wer will, wer Lust hat, ein bisschen was zu bauen. Und ich würde dann 2 verlosen oder hier lassen von den Dingern. Ja. Jo. Okay.